Erbzucht von Thorsten Hochgreve, im Besitz von Dr. Sabine Baron-Mansbart. Hier kommt Thomas Wagner! Noch eine Minute.
Winton Sano und Thomas Wagner. Also ich möchte nur einmal ganz kurz erwähnen, dass die Reiter für die Musikauswahl selbst zuständig sind. So, unser erster Starter hier im Siegerpreis, Thomas Wagner. Ich darf das Wort an die Jury übergeben, bitte sehr. Hallo Frankfurt, hallo Festhalle, hallo Thomas Wagner. Ja, ganz toll. Es ist nicht nur ein Heimspiel für den Hessen hier aus der Nähe, auf seinem tollen Winton-Sohn. Er hat es auch toll gemacht. Auch die Musikauswahl. Wir sind so hier halt so ein bisschen mitgedanced. Richtig klasse. Er hat alles gezeigt, was man zeigen muss in einer Prüfung hier heute Abend, die ja auf dem Burgpokal fußt. Er hat es auch toll gezeigt, was klasse war. Er hat es mit Schmackes gezeigt, wie die Rheinländer sagen würden. Und er hat aber auch schwierige Kombinationen gezeigt. Diese Isabel-Wert-Kombi, starker Galopp, Pirouette, hier in dem Fall eine halbe, sonst wäre es ja auch zu viel, daraus Wechsel, alle sicher gezeigt. Ein sehr, sehr ausdrucksvolles Pferd. Und dass er das Pferd super an den Hilfen hat, hat er gezeigt, als er euch, das Publikum, mit einer Hand aufgefordert hat, ihm zu applaudieren. Und wie durchlässig das Pferd ist, wie gehorsam, das hat man gesehen, dass er trotz dieses Applauses auch ganz toll an den Hilfen geblieben ist und keinen Fehler gemacht hat. Zu dem Pferd, super tolles Pferd mit richtig guten Grundgangarten. Wenn wir hier über die Traversalen sprechen können, wir sahen nur noch Beine fliegen. Eine tolle, tolle Vorführung zu einer wirklich tollen Musik. Wir haben uns für eine 9,5 entschieden. Und das nicht nur, weil er aus dieser Gegend kommt, sondern weil die beiden wirklich klasse waren. Vielen, vielen Dank, Thomas Wagner. So, meine Damen und Herren, dann lassen wir jetzt noch einmal die Halle abfliegen und den Thomas mit seinem Winton Sun. Auf geht's!